Herr Professor Unsch, wir sind hier beim ASCO 2018 in Chicago und es gab diverse Sitzungen, heute unter anderem zum Thema Denosumab, das ja bisher überwiegend bei Knochenmetastasen eingesetzt wurde und jetzt ist in zwei Studien, die heute gezeigt wurden, untersucht worden, ob man es auch adjuvant einsetzen kann, um Knochenmetastasen zu vermeiden, beziehungsweise auch andere Metastasen. Was wurde da gezeigt? Ja, liebe Frau Heidinger, liebe Renate, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja heute nicht der Lückenbüßer, aber zumindest unsere Zuschauer in Deutschland würden jetzt liebend gerne uns live sehen, hat aber nicht geklappt aus technischen und menschlichen Gründen. Unser Fotograf, glaube ich, das kann man sagen, der Kameramann, dem ich von dieser Stelle aus wirklich gute Besserung wünsche, ist ausgefallen und insofern danke nochmal, dass es so gut geklappt hat. Das zeigt auch nochmal, dass du von Brustkrebs Deutschland innovativ bist und auch sozusagen Lücken füllen kannst. Also, vielen Dank für die Einladung. Heute fanden zwei ganz wichtige Vorträge statt mit Studien, die wir lange erwartet haben, zu den knochenschützenden Substanzen, in dem Falle zu dem Denosumab, also dem Antikörper. Die Substanzklasse der Bisphosphonate und des Denosumab sind ja bewährte Substanzen für Brustkrebspatientinnen, übrigens auch andere Krebspatienten, die Knochenmetastasen, also Tochtergeschwülste im Knochen. Darüber haben wir ja viele, viele Jahre von guter Erfahrung. Nun wurden diese Substanzen, also das vor allen Dingen das, die Bisphosphonate, auch schon adjuvant eingesetzt. Und dieses Medikament, das Bisphosphonat, in dem Falle die Zoledronsäure und das Sumeta, ist ja für die Situation der postmenopausalen Patienten, also Patientinnen nach dem Wechsel in der adjuvanten, also nicht in der metastasierten Situation, also nach Operation, Bestrahlung, eventuell Chemotherapie und dann zusätzlich zur endokrinen Therapie, also antihormonellen Therapie, eine bewährte und von uns auch wirklich geliebte Substanz, denn diese Substanz kann Metastasen vermeiden. Nun haben sich die heutigen beiden Vorträge mit großen Studien von Herrn Gnant aus Österreich und Herrn Coleman aus England genau mit dieser Substanz beschäftigt, allerdings im adjuvanten Einsatz, also nicht bei Patienten mit Tochtergeschwülzen, sondern zusätzlich am Anfang sozusagen der Erkrankung nach der bekannten standardisierten Behandlung. Insgesamt wurden jeweils knapp 4000 Patientinnen behandelt. Und beide Studien haben uns jetzt erst einmal heute ein bisschen ins Grübeln gestürzt, denn die österreichische Studie ist positiv, heißt also, es kam ein positiver Effekt, nämlich die Vermeidung von Metastasen insgesamt, nicht nur Knochenmetastasen, durch das Denosumab. Die englische Studie, die DCARE, auch nochmal 4000 Patientinnen, hat das nicht gezeigt, im Gegenteil fast in Anführungsstrichen. Es traten sogar außerhalb des Knochens eher tendenziell mehr Metastasen auf, sodass wir erstmal nach Erklärungen ringen. Eine erste Erklärung ist sicherlich, dass die Dosis der englischen Studie deutlich höher war. Also ich habe es nochmal berechnet, das war, glaube ich, dreimal oder viermal so hoch. Alle drei Monate gegeben, die österreichische Studie alle 6 Monate und auch eine höhere Dosis in der englischen Studie. Die Zusammensetzung des Patientinnenkollektives war sicherlich auch etwas anders, nämlich in der englischen Studie waren das fast ausschließlich Patienten mit einem hohen Risiko, die auch schon eine Chemotherapie bekommen hatten. Inwiefern das jetzt das Studienergebnis beeinflusst, kann ich nicht sagen. Wenn man mich also fragt, wie der Amerikaner sagt, nach dem ASCO, are we ready for prime time? Können wir es ab Montag einsetzen? Ich sage erstmal nein. Man muss erstmal abwarten, die Vollpublikation, man muss auch nochmal abwarten, dass wir uns nochmal über die Studienergebnisse sehr differenziert unterhalten. Und dann würde ich sagen, können wir vielleicht in der Leitlinie 2019 in der AGO nochmal ein bisschen mit dekantiertem Wissen, mit ein bisschen Ruhe, hier haben wir sehr viel Unruhe übrigens auf dem ASCO-Hintergrund, dass wir uns nochmal Gedanken machen. Also ich würde sagen, wenn du fragst mich ja gern und das muss man auch so fragen, können wir das jetzt den Patientinnen empfehlen in Deutschland? Ich würde sagen, erst einmal nicht. Trotzdem, die österreichische Studie zeigt, dass es in diese Richtung gehen könnte. Vielleicht bekommen wir auch nochmal Untergruppenanalysen aus diesen Studien und so weiter. Also wir sind noch nicht so weit, dass es in der Routine einsetzbar ist. Muss man ja beim Denosumab mal aufpassen, das gibt es ja in zwei verschiedenen Dosierungen. Einmal gegen Osteoporose. Genau. Und einmal eben genau als Krebs- oder Knochenmedikament genau bei Metastasen.
Ist das bei beiden in der gleichen Dosierung gegeben worden? Also ich würde sagen, die österreichische Studie war eher an der Osteoporose-Dosis. Also ich sage jetzt mal ein bisschen. Und übrigens auch da hat man erfreulicherweise, das habe ich vergessen zu sagen, eigentlich fast keine Nebenwirkungen gesehen. Denn diese gefürchtete Osteonecrosis of the jaw, also Kieferosteonekrose, die war erschreckend hoch in der englischen Studie. 120 Patientinnen hatten von etwa 2000 hatten diese Kieferosteonekrose. Das ist eine ganz, also eigentlich eine schlimme Nebenwirkung. Insofern würde ich sagen, wenn wir uns schon in diese Richtung bewegen sollten, abwarten bitte Leitlinie, abwarten bitte Zulassung, man muss gucken, dann würde ich eher sagen, nehmen wir lieber die niedrige Dosis, die eher so an der Osteoporosevermeidung ist, als diese höhere Dosis. Aber eigentlich würden Sie momentan das Zuletronat weitergeben für die Post? Auf jeden Fall, ja. Genau. Also wir hatten auch in der Diskussion dieser beiden wichtigen Studien heute nochmal eine sehr gute Diskussion, eine Zusammenfassung. Und da wurde auch klipp und klar gesagt, erstmal bei dem sehr bewährten Standard Zoledronat 4 Milligramm alle 6 Monate für die Dauer von 3 Jahren. Also dabei bleiben wir auch nochmal bei Patientinnen in der Postmenopause. Heißt also Frauen, die im Regelfall über 50 sind bzw. keine Periodenblutungen mehr haben. Und wenn es jüngere Frauen sind, dann sind es die, die keine Eierstöcke mehr haben oder keine Eierstockfunktion mehr. Jetzt muss ich nur kurz korrigieren, weil ich ja eingangs gefragt habe nach Triple Negativ. Ja. Und das jetzt, jetzt haben wir das, wir hatten vorher eben auch über das Denosumab gesprochen. Ja. Also es geht hier tatsächlich um Frauen, die das Denosumab bekommen haben, um zu sehen, ob das sowohl Metastasen als auch Knochen-Events etc. Ja. vermeiden kann. Ja. Also du willst jetzt zum Thema Triple Negativ kommen. Das machen wir gleich nächstes Mal. Vielen Dank erstmal. Jawohl, vielen Dank.